Morgens 9 Uhr in Värska, einem kleinen Ort im Südosten Estlands. Für einen der besten Slackliner der Welt beginnt ein ganz normaler Tag. Ich fühle mich frei. Jan Rose trainiert jeden Tag bis zu 8 Stunden. Am Anfang hat man beim Slacklining dieses Gefühl von etwas Unmöglichem. Dabei lässt es sich durch Übung ziemlich einfach lernen. Wir alle hatten irgendwann einmal kein Gleichgewicht. Wir mussten aufstehen und die ersten Gehversuche starten. Genauso dauert es auch eine Weile, bis man ein gutes Gleichgewicht auf etwas straff Gespanntem hat. Wenn man sich selbst herausfordert, gelingt es einem und man fühlt sich gut dabei. Der Erfolg stellt sich mitunter erst nach langer Zeit ein. Bis er den doppelten Rückwärtssalto stehen konnte, vergingen ganze 6 Jahre. Es wurde wirklich anstrengend und nervig und ich fühlte, wie es meinen Körper nach und nach zerstörte. Ich habe mich auch gefragt, wie lange kann ich das gesundheitlich überhaupt noch aushalten? Ist es das wirklich wert? Really? 2019 hat es dann endlich geklappt. Und bisher ist Jan Rose der einzige weltweit, dem dieser Sprung gelingt. Der 27-Jährige entwickelt jedes Jahr unzählige neue Kunststücke. In der Szene trägt er den Spitznamen der verrückte Este. In seinen Stunts mixt er Breakdance-Elemente mit Komponenten aus dem klassischen Tanz. Zuweilen kommt auch ungewöhnliches Zubehör zum Einsatz. Sein Talent und sein Biss beeindrucken auch Madonna. 2012 engagiert sie den damals 20-jährigen Sportstudenten für ihre MDNA-Welttournee. Das bringt ihm den Durchbruch als professioneller Slackliner. Madonna wollte das Slacklining in ihre bevorstehende Tour einbeziehen. Sie wollte 2 Slackliner und ich war einer davon. So I was one of them. Iran im Juni 2019. Jan Rose stellt sich einer neuen Herausforderung. Diesmal geht es nicht um Tricks, sondern um das gesicherte Balancieren auf einer sogenannten Highline. Die 1 Kilometer lange Strecke schafft er in 54 Minuten. During the 1 hour, the wind changes. Während der Stunde änderte sich der Wind ständig. Manchmal spürte ich, wie er mich auf der Slackline einfach hochhob. Oder zur Seite drückte. 10, 15 Meter nach links oder nach rechts. Am Ende war ich total erschöpft. Definitiv hatte ich während des Laufens zu viel Spannung im Körper. Ich war müde, total müde. Und als ich das Ende erreichte, konnte ich meine Arme nicht mehr hochheben. Mit seinen waghalsigen Manövern und einzigartigen Tricks kann er mittlerweile seinen Lebensunterhalt verdienen. Pro Jahr hat er um die 30 Auftritte. Diesmal im Fußballstadion von Pärnu, einer estnischen Küstenstadt. Gebannt verfolgt das Publikum, wie er auf einer 30 Meter hohen Highline balanciert, bei teilweise starken Windböen. Ich habe richtig mitgefiebert. Es war sehr hoch und dann der Wind. Die Slackline bewegte sich auf und ab. Es war beeindruckend, dass sich das wirklich jemand traut. Ich hatte aber keine Angst. Ich war mir ziemlich sicher, dass er es schaffen würde. Jan Rose wird auch weiterhin täglich trainieren und Tricks einüben, die nicht nur leidenschaftliche Slackliner begeistern.